Das ist ja gut, dann gehen wir da mal rein. 6% haben wir ja schon abgeschossen. Immerhin. Wir gehen mal wieder zu V-Raptor. Jo, dankeschön. Und zu Level Nummer 5. Da war doch noch irgendwo eine Bandage. Ich hab die wieder komplett vergessen. Hier war sie doch. Ja, hier war sie. Wie könnte ich das vergessen? So, dann versuchen wir jetzt mal die Bandages zu kriegen. Da wurde ich gerade brutalst von dem Teil weggeschleudert. Und ich glaube, für die Bandage muss man wirklich dann da unten auf die Plattform drauf. Um jetzt sich schönen Schwung nach oben zu holen. Und dann brutalst an den Kettensägen zu sterben. Nein. Ja, es ist blöd, wenn man jetzt hier schön springen muss. Na, nein. So, komm. Na, Mann, ja, ich mobb mich. Nein. Da wäre ich fast noch gegen gesteuert. Leider ist fast nicht genau und das ist doof. Puh. So, jetzt hier nach oben schleudern lassen. Ich hab so das Gefühl, dass in dieser Welt noch mehr versteckt sein könnte. Weil es gibt ja noch ein Dach von dem Gebäude. Ach, dann drückt es mich immer noch weg. Was soll denn das? Okay, nee, wir machen es langsam. Ich habe da jetzt keinen Bock, so häufig zu sterben. Na, oh. Bitch, please. So. Super. Wollte jetzt mal kurz nachgucken, ne, ob das wirklich stimmt und dann sowas. Nein, hier ist anscheinend gar nichts mehr. Gut, dann hätten wir es auch abgefrühstückt. Ups. Und okay, halb so wild. Great A und Bandage. So. Dann gehen wir mal weiter zu Level Nummer 5. Jetzt finally doch mal. Vernünftig hier so. Aha. Knöppels. Und da ist eine Bandage. Oh, verdammt. Moment, meine Nase juckt. Eieiei. Echt unschön. Na, jetzt mal springe ich da viel zu niedrig. Was soll? Spring doch. Ach, die gehen wieder zu. Okay. Ja, super. Jetzt muss ich hier sowieso warten. Das geht aber ziemlich schnell wieder zu hier, ne? So ist nicht. So. Hier drüber nochmal, da drüber. Wie soll man da so hochkommen? Ich kann doch gar nicht so hoch springen. Nee, kann ich bei weitem nicht. Es sei denn eventuell von hier. Das könnte klappen. Okay, dann wissen wir schon mal den Plan. Wie wir die Bandage holen da oben. Hauen jetzt einfach davor ab. Oh. Natürlich ist da unten noch eine Kettensäge. Natürlich, warum auch nicht? So. Da. So, an sich sind die Lightwords ja eigentlich total einfach, ne? Also irgendwie sehr viel einfacher als die Darkwords, obwohl die Darkwords eigentlich. Also. Das ist jetzt schwer zu erklären. Das soll eigentlich so sein, dass die, oh, scheiße, jetzt bin ich. Ja. Nein. Exit to map, please. Es soll so sein, dass. Ja. So, danke. Es soll so sein, dass bei der Schwierigkeit, wo die Lightwords aufhören, die haben natürlich auch eine Steigerung in der Schwierigkeit, ist klar. Bei der Schwierigkeit, wo die Lightwords aufhören, soll die Darkworld anknüpfen und dann
soll das Ganze natürlich dementsprechend schwieriger werden. Und an der Schwierigkeit von der Dark World soll dann die nächste Light World anknüpfen. Das heißt, es soll die ganze Zeit ein fortlaufender Schwierigkeitsprozess sein. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, die Light Worlds sind zwar an sich einfacher. Viel einfacher. Okay, ich muss da von der Wand abspringen. Gut. So, so. Nein, so nicht. Er war ein bisschen zu niedrig. Na, komm jetzt. Wir haben ja wenigstens alle Zeit der Welt. Das heißt, wenn wir es einmal nicht schaffen, können wir es dann noch ein zweites Mal probieren. Obwohl, es ist eigentlich total dumm, wie ich das hier mache. Ist auch noch Zeitverschwendung. Okay, jetzt muss ich sowieso zurück. Upsala, aber nevermind, wir haben es, ja. Können die nochmal rumtrollen. Aus der Welt rausspringen. Nochmal das Ganze machen müssen. NP! Huch, das war knapp. Was passiert eigentlich, wenn ich in einem Block drinnen bin, während der sich zubaut? Schön. Ach, haben wir eigentlich Great Air gehabt? Ja, hatten wir. Das hat man ja auf der Map gesehen, okay. Okay, da ist ein Knopf. Ach, da unten ist noch ein Knopf. Und ich denke mal, der Knopf hat hier irgendwelche Teile geöffnet. Und das Level war irgendwie, ehrlich gesagt, total NP. Jedoch möchte ich trotzdem nochmal kurz zurück gucken, ob auf irgendeine Art und Weise dort eine Bandage oder Nein, wir haben das Team bei Upgrade, ey. What the fuck? Schlamperei? Schlampige Arbeit hier. Beeilen wir uns mal hier ein bisschen. So, hier müssen wir ja eh warten. So, das müsste das Great Day gewesen sein. Nein? Wie viel haben wir denn? Oh, jetzt. Oh, ich drück die falschen Knöpfe. Bin dann von zwei. Nein, immer noch kein Great Day. Ja, aber mal hurtig. Ach, ich will mich doch einfach nur umbringen, Leute. So, weil wir das hier unten noch gar nicht gesehen haben. So, jetzt aber schnell hier. So, so, so. No, so, 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 so. Hier, oh, da. So, ja. Wir müssen das jetzt hier ein paar Mal machen. Immer ein bisschen schneller werden. Und keine Ahnung, warum ich nicht einfach auf Map Retry gehe. Ne? Oh. Mann. So. Das ist das Wichtigste, dass der Knopf so schnell wie möglich ausgelöst wird. Super. Das können wir jetzt wieder knicken. Das können wir auch schon wieder knicken. Oh. Mann, lass mich durch. Ich will doch nur sterben. So. Gott. Ja, und dann darf sowas natürlich nicht passieren. Boah, der will da an der Ecke nicht springen. Okay, no words. No, no words. Hallo. Springentaste. Anwesend. Ja, okay. Schön. So. Gibt es eine schnellere Möglichkeit, den Knopf zu drücken, eventuell? Nein! Boah, springen das. Boah, nee! Jetzt ehrlich mal. Puh, das wird ja noch anstrengend hier. Ich meine, wir könnten natürlich auch einen schnellen Charakter nehmen, aber in welcher Form der uns hier irgendwas bringen würde, weiß ich nicht. Da man da eh drauf warten muss. Ich glaube, ich mach mal. Springtaste und so. Aber ich habe das Gefühl, es wird dadurch nur viel, viel länger dauern.
Okay, Exit to Map. Ich werde euch ja früher oder später... Warum Exit to... Ich hinterfrage meine Logik nicht. Ich werde euch früher oder später natürlich alle Charaktere einmal zeigen. Bitch, please! Mann, regt mich das Level hier an von der Great Day Zeit. Halleluja! Spring doch! Und von der Springtaste natürlich... Ja, super, jetzt ist der Knopf gedrückt, aber die Teile sind da. Boah! Mann! Ich möchte ihm jetzt schön in die Fresse hauen, diesem Arschloch, ey. So. Oh, und dann das. Und dann das. Und dann sowas. So. Trotzdem stelle ich mich mir... Die Frage, wie kann man den Knopf jetzt schneller drücken? Wie? Ich komme da irgendwie nicht ganz dahinter gerade. Ich gucke jetzt mal, wenn ich den Knopf da oben drücke, wie viel Zeit vergangen ist. Aber ich schaffe es nicht unter... Dieses Mal wäre ich sogar unter 3.0 gekommen. Hm. 2.8 ist so ungefähr das... Die Zeit, wo es mal, wo man am schnellsten einen Knopf da drücken kann. Also so kriegt man den Knopf da oben nicht gedrückt. Muss man wirklich einmal kurz an die Wand hier drücken und dann da runter. Okay. So. Und wenn ich da nicht so an der Ecke hängen bleiben würde. Das ist. Der ist kein Problem mit 2.8, wenn ich nicht in die nächste Kettensäge reinrenne. So, wieder an der Ecke hängen geblieben. Mal gucken, ob ich das trotzdem vielleicht schaffe. Es sind ja immer die 0,2 ungefähr, die fehlen. Die 0,2, die ich da an der Ecke dann immer verschulde. Kein Great Day. Wie lange haben wir denn gebraucht? Hab so das Gefühl, es funktioniert ganz knapp eben nicht. So, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 1,5 Sekunden. Wie soll man das denn schaffen mit Gott, ey? Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Und warum gehe ich nicht einfach auf Change Character und warum... Mann, ich bin heute nicht ganz bei mir. Habe ich das Gefühl. Geht das nicht irgendwie schneller? Das muss irgendwie schneller. Okay, ohne Springen geht das eh nicht schneller, aber lassen wir das. Boah, ne, ey. Midi. Boah, drückst jetzt mal diesen Knopf da, ey. Mann. Alter Vater. So, rennen. Wie soll man das schaffen? Oh. Oh. So, Exit to Map jetzt mal endlich. Dankeschön. Puh. Wie soll man das denn machen? 1263 war unser Bestes. Ich habe so das Gefühl, man hat aber einen kleinen Zeitbonus, wenn man direkt am Anfang anfängt. Also so. Ich schaff das nicht. Genau deswegen, weil die Animation verbraucht Zeit. Jo, so wird das ganz viel. Immer diese ein Pixel, die dann bei den Toten natürlich gezählt werden und bei den ganzen wichtigen Sachen sind diese ein Pixel dann auf einmal nicht da.
der eine, nicht dieser eine Pixel. Jetzt ohne Scheiß, wie soll man das machen? Versuch's noch ein paar Mal. Boah, darf man einfach die Animation nicht aus dem Bildschirm rausgehen lassen, weil die dann irgendwie langsamer. Versuchen wir es mal einfach mit der Animation nicht aus dem Bild rausgehen lassen. Habe ich aber nicht das Gefühl, dass das. Ich habe ja jetzt schon die 12,5 Marke überschritten. Das ist irgendwie. Oh ja, ich habe den Kopf vergessen. Boah, Mili, ey. Heute regst du mich aber auch wieder auf, ne? Ansonsten werde ich das wohl offscreen machen müssen, weil irgendwie mit der Aufnahme ist das Timing ein bisschen anders immer. Wieder so 12,6. Ich will es ja jetzt hier möglichst mit der Aufnahme versuchen, aber ist ja nicht gebacken. Oder Mili kriegt es nicht gebacken, sagen wir es so. So. 7, 8, 9. Meat Boy, Mann! Alter Vater. Boah, wie das einen aufregt, wenn er nicht springt, ob man die Springtaste drückt. So, komm mal her, du scheiß auflösen und Blöcke dünnst, Schwester. Wow, das wär's jetzt gewesen, glaube ich. Das wär's jetzt, glaube ich, ehrlich gewesen. Nur ich musste jetzt so blöd daneben fallen, dass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hatten wir auch noch nie mit dem. Dass wir so lange daran sitzen. Wegen Great A. So ein relativ einfaches Level macht uns solche Probleme, beziehungsweise nicht. Schon wieder, es hätte werden können. Und die ganze Zeit drücke ich die falschen Tasten. Was ist denn heute los mit mir? Wir hätten auch gleich erstmal eine Aufnahmepause machen, weil so geht's nicht weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, in der Ecke zum Beispiel darf ich da jetzt gar nicht mehr hängen bleiben. Muss ja alles 100%ig genau passen. So. Also vom Timing her, die Sprünge, die sind nicht das Problem, aber. Great Day! Dankeschön! Mon Dieu! Und man hört bestimmt gerade voller Kanne meinen Stuhl, aber es interessiert mich nicht. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme in Level 7, weil für heute reicht's mir. Eieiei, bis dann, tschö, tschö.